Hey, hier ist Ilja Greschkowitz und wir wollen uns in diesem Video über Charisma unterhalten. Denn vielleicht kennst du auch Menschen, die betreten einen Raum und sofort starren alle, wow, und die ganze Aufmerksamkeit ist auf diese Menschen gerichtet. Oder jemand betritt eine Bühne und du schaffst es einfach nicht, deine Augen wegzureißen, weil du so fasziniert bist von diesen Menschen. Das bezeichnet man meistens als Charisma oder Menschen, die eine besondere Ausstrahlung, die eine besondere Wirkung haben. Und vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, wie gelingt es dir, charismatisch zu werden und genau diese Art von Ausstrahlung aufzubauen. Und es ist gar nicht so kompliziert, wie du vielleicht denkst, denn Charisma baut vor allem auf einer Eigenschaft auf. Die hat es allerdings in sich. Und diese Eigenschaft ist Klarheit. Klarheit ist sowieso sowas wie das Schweizer Taschenmesser spannender Persönlichkeiten, weil auf Klarheit basiert so viel, vor allem aber Charisma. Warum? Will ich dir gerne erklären. Wenn du Klarheit hast, und zwar Klarheit, was dir wirklich wichtig ist, wenn du Klarheit hast, welche Werte in deinem Leben eine wichtige Rolle spielen, wenn du Klarheit hast, was Erfolg für dich bedeutet, wenn du Klarheit hast, welche Prinzipien für dich nicht verhandelbar sind, wenn du Klarheit hast, wie du wirken möchtest, wie du aktuell wirkst, wenn du Klarheit hast, wie du kommunizierst, wenn du diese Klarheit hast, dann kommunizierst du ganz, ganz anders, nämlich verbindlicher. Das heißt, Klarheit führt zu Verbindlichkeit. Je verbindlicher du kommunizierst, desto einfacher fällt es dir, Entscheidungen zu treffen, desto einfacher fällt es dir, zielgerichtet zu kommunizieren. Und je verbindlicher du wirst, desto mehr gibst du den Menschen um dich herum Orientierung. Das heißt, die Kette ist Klarheit, führt zu Verbindlichkeit, führt zu Orientierung. Und Menschen mögen sich gerne an anderen Menschen orientieren, weil du dann zu der seltenen Spezies gehörst von denjenigen, die in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen. Weil du dann zu der seltenen Spezies gehörst, an denen man sich gerne orientiert, an denen man sich ausrichtet, an denen man sich ja vielleicht ein Vorbild nimmt, weil du eine gewisse Ruhe ausstrahlst, weil du auf eine Art und Weise kommunizierst, wirkst, die man nicht wirklich in Worte fassen kann, die aber auf dieser Verbindlichkeit basieren. Niemand mag diese Wischiwaschi-Menschen, die nicht genau wissen, was sie wollen, die heute so handeln, morgen wiederum so, die nicht wirklich greifbar sind, die wie so ein Fisch im Wasser immer so davonflutschen. Menschen mögen Menschen mit Ecken und Kanten, an denen man sich orientieren kann. Das ist Charisma. Das heißt, wenn du charismatischer werden möchtest, arbeite im ersten Schritt an deiner Klarheit. Sei offen und ehrlich zu dir selber, definiere deine Werte, definiere deine nicht verhandelbaren Grundprinzipien und definiere, was Erfolg für dich bedeutet. Aus dieser Klarheit schaffst du mehr Verbindlichkeit. Diese Verbindlichkeit gibt Orientierung und Orientierung wirkt automatisch charismatisch. Viel, viel Spaß beim Ausprobieren und viel Erfolg dabei, dein inneres Charisma an die Oberfläche zu holen.